Es wird heftig. Gestritten. Und zwar darum. Reinstes Sperma. Sperma von ihm, Wunderhengst Totilas, denn sein Erbgut heiß begehrt. Es geht um Millionen. Dressurpferd Totilas war einst der gehypte Superstar des Reitsports. Seine Vorfahren aus dem Werra-Meißner-Kreis, er selbst 10 Millionen Euro wert. 2015 endete zwar die sportliche Karriere des Pferdes, doch als Deckhengst war Totilas weiterhin gefragt. Besitzer Paul Schuckemühle verdiente viel Geld durch den Samen des Rappen. 2020 stirbt Totilas. Doch auch nach seinem Ableben geht es ums Geld. Bärbelort hat täglich mit Pferdesamen, die in solchen Röhrchen aufbewahrt werden, zu tun, weiß, was gezahlt wird. Man hat bei Dressurpferden alles zwischen 500 und so 4.000 Euro vertreten. Und dann hat man eben schon bei Hengsten, die zum Beispiel Olympia erfolgreich sind, dann verlässt es schon die 1.000 Euro und geht Richtung 2.000 oder sogar drüber. Aber das ist nur eine Handvoll Hengste, bei denen man dann so einen hohen Preis erzielen kann. Wie bei Totilas. Deshalb treffen sich die zwei Streithengste vor Gericht. Pferdehändler Paul Schockemühle gegen einen niederländischen Unternehmer. Es geht um Samenflüssigkeit und die Frage, wem diese gehört. Totilas niederländischer Vorbesitzer hatte offenbar eingefrorenen Samen des Hengstes nach dessen Verkauf 2010 für sich behalten. Durch eine neue Technik, vermutlich das ICSI-Verfahren, ist er nun in der Lage, den alten Samen wieder nutzen zu können. Wenn man eben bedenkt, dass man sonst aus 30 Portionen, wenn man davon ausgeht, dass man jede zweite Portion zu einem Erfolg, nämlich dem Fohlen, führt, dann hätte man 15 Fohlen. Und wenn man bei dem ICSI-Verfahren eben davon ausgeht, dass man vielleicht die einzelnen Halme aufteilen kann und dann hunderte von Besamungen vornehmen kann. Also das ist schon möglich. Heißt die Möglichkeit auf viel mehr Totilas Nachfahren. Schockemühle hatte das per einstweiliger Verfügung untersagen lassen. Denn er meint, dass ihm allein die Zuchtrechte zustehen. Vertraglich festgehalten, was mit dem Tiefgefriersperma, also TG, passiert, wurde vor Jahren wohl nicht. Ich finde es aber auch ganz gut, dass der Prozess passiert, weil es vielleicht einen Anlass gibt, in Zukunft eine klarere Regel zu schaffen. Was soll mit dem TG passieren? Soll das mit dem Pferd übereignet werden oder soll der ursprüngliche Eigentümer auch weiterhin das TG besitzen? In einem Interview wollen sich die Duellanten nicht äußern, verweisen auf den laufenden Prozess. Und so geht der heftige Streit weiter. Wann ein Urteil zu erwarten ist, ist aktuell noch unklar.